Show. Hallo Leute, heute zeige ich euch mal den neuen Champ und wie stark er bisher ist. Es ist natürlich alles auf dem PBE und demher noch nichts Finales. Ich denke, da wird noch ein großer Nerf kommen, so wie das momentan aussieht. Aber schaut einfach mal zu und ich versuche das Ganze so ein bisschen zu kommentieren. Ja. Hier sieht man nun die unglaublich hohe Ultrange, die es einem ziemlich leicht ermöglicht, Gegner unter ihrem Turret sogar bis zum zweiten Mid-Turret hin zu erledigen. In dieser Szene sieht man, wie viel Damage man doch mit so wenig Items machen kann. Natürlich muss beachtet werden, dass es hier sich um ein Bot-Game handelt und die Gegner nicht besonders gut spielen, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja vor allem um den Damage-Output. Hier zeige ich euch, wie man nur mit einem BF bewaffnet und da schon 160 AD den Drachen einfach so legen kann, da einem die Passive, also der vierte Auto-Attack, der garantierte Crit, wie die einem hilft. Auch wenn Trundle noch nicht viel Rüstung hat, sieht man hier, wie unglaublich hoch doch der Damage-Output ist. 1400 Leben gehen innerhalb kürzester Zeit mit Infinity Edge und Rapid Fire Cannon down. Auch Turrets lassen sich mit Jhin vergleichsweise einfach deffen, da man mit dem Slow und dem AOE-Damage des E-Skills die Gegner vom Turret wegzonen kann. Da Jhins E-Skill für die Gegner unsichtbar ist, kann man natürlich versuchen, die Gegner in diese hineinzuziehen und so den Slow zu procken und danach den Damage und ja, den Gegner einfach damit killt. Dank des hohen Damage-Outputs des E-Skills kann Jhin natürlich verdammt schnell Minion-Waste clearen und so auch Lanes verdammt schnell pushen. Hier muss man natürlich wieder dran denken, dass es sich nur um ein Bot-Game handelt, die Gegner haben ein vergleichsweise niedriges Level, ich bin Fullbuild und ja, der Damage-Output ist einfach insane und ja, 2000er Crits sind nicht unbedingt selten. Unglaublich stark ist auch der Lifesteal bzw. Life Gain, den man mit Bloodthirster und Death's Dance zusammenkriegt. In dieser Szene seht ihr es ganz klar, wie weit mein Leben runtersinkt und wie schnell ich mich doch mit 2-3 Auto-Attacks wieder fast auf Full Life hochhiele. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like da oder subscribt unseren Channel. Wir versuchen immer mal wieder Videos hochzuladen, wenn wir irgendwas Lustiges, Interessantes, was auch immer finden. Ciao.